Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um die bayerischen Scheunen. Dieser Mod kam mir vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod-Thema genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Pakete. Der Autor von diesem Mod heißt hier Agrarmodding. Und die Modgröße beträgt jetzt sogar 27,78 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Dieses Pack beinhaltet zwei Sachen. Einmal die Maschinenhalle und einmal die Scheune mit Hackschnitzelheizung. Diese beiden Hallen finden wir hier aktuell im Baumenü. Dann gehen wir hier bei Bauen rein, dann bei Gebäude, dann bei Hallen. Dann haben wir hier aktuell schon mal die Maschinenhalle und die Scheune mit der Hackschnitzelheizung. Die Maschinenhalle braucht ca. bei der ersten Platzierung auf der Konsole ca. 13 Slots und bei der weiteren Platzierung nur 1 Slot. Und die Scheune mit der Hackschnitzelheizung braucht beim ersten Platzieren auf der Konsole 24 Slots und beim weiteren Platzieren nur noch 1 Slot. Die Maschinenhalle kostet uns hier auf der Karte ca. 51.165 Euro. 13 Euro am Tag pro Unterhalt und hat eine Größe von ca. 28,7 x 16,6 Meter. Dann haben wir hier aktuell die Scheune mit der Hackschnitzelheizung. Diese kosten uns beim Platzieren hier ca. 63.671 Euro. Täglicher Unterhalt beträgt hier ca. 27 Euro und hat eine Größe von 23,3 x 9,7 Meter. Funktion ist natürlich wie die Hackschnitzelheizung. Also aus den Hackschnitzeln wird hier halt Strom erzeugt und dann könnt ihr hier natürlich hier diese Scheune halt gut nutzen damit. Hat ca. eine Bunkerkapazität von 25 Kubik und einen Verbrauch pro Zyklus von ca. 80 Liter Hackschnitzel. Wir fangen hier mal mit der Maschinenhalle an. Wir haben hier aktuell wieder vier Tore, die man öffnen und schießen können, sind aber unabhängig voneinander. Das heißt, ihr könnt nicht alle gleichzeitig öffnen oder schließen. Hier haben wir aktuell mal zum Beispiel dieses erste Tor. Im Prinzip, das ist ein Torpaar, wo die ganzen Tore nach links und nach rechts verschoben werden. Ne? Können wir das hier zum Beispiel noch öffnen. Also können wir im Prinzip das hier und das hier öffnen. Oder halt noch andersrum. Da machen wir die Tore hier wieder zurück. Und schließen hier und halt öffnen die ganzen Tore natürlich hier wieder zurück. Wie gesagt, ist im Prinzip ein komplettes Torteil. Das verschiebt sich halt nach links und nach rechts. Auf der einen Seite haben wir hier natürlich auch die Tore. Hier haben wir auch natürlich drei Stück. Und hier mit einem Art Holzrad oben drüber als Deko. Hier natürlich das gleiche. Ihr könnt hier wiederum auch ein oder zwei Tore gleichzeitig öffnen. Hier aktuell nur eins. Und habt ihr hier auf jeden Fall eine schöne kleine Halle für eure ganzen Sachen, Maschinen, Paletten und Ballen. Ein bisschen Deko ist auch dabei, Holz, Sackkarre, Säcke und Eimer. Und dann gehen wir hier mal auf die andere Seite, da habe ich gerade auch noch was gesehen. Da haben wir hier noch so einen kleinen Anbau dabei, diesen könnt ihr natürlich auch nutzen. Könnt ihr hier natürlich auch das Tor hier öffnen und schließen, ne, zum Beispiel. Und das hakt sich dann hier automatisch rein. Zack. Und könnt ihr hier das Ganze auch hier wiederum als kleinen Unterstand nutzen. Für halt Paletten, Ballen oder. Deko haben wir hier natürlich auch dabei. Diese Kletterpflanzen. Eine Leiter dabei. Auch hier ein Holzrad. Ja. Ist die Frage, haben wir hier natürlich auch Licht dazu? Weil ich habe jetzt so keine Lichtschalter gesehen. Nein, hier haben wir aktuell kein Licht dazu. Dann gehen wir mal hier mal zu der Scheune mit der Hackschnitzelheizung. Hier haben wir natürlich auch wiederum Tore, die man öffnen und schließen können. Genau. Dann haben wir hier auch einen Unterstand, wo man halt verschiedene Sachen reinstellen können. Als Beispiel Gerätschaften, Anhänger oder halt noch Paletten oder Ballen oder. Dann haben wir hier aktuell den Triggerpunkt, wo man halt hier die Sachen reinkippen kann.
aktuell zum Beispiel jetzt mal gewählt mit einem Teleskoplader. Dann machen wir das mal. Zum Beispiel. Ist halt nur die Frage, ob man das jetzt auch mit einer anderen Sache abkippen kann. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einfach mal den Teleskoplader hier, um zu schauen, ob das hier so funktioniert. Ist zwar ein bisschen knapp, aber es funktioniert. Und das passt ein. Sehr, sehr gut hier rein sogar. Dann haben wir hier noch im Prinzip eine kleine Tür und ein Tor. Müsst ihr manchmal aber einmal sehr, sehr nah dran gehen, damit ihr die Tore öffnen könnt. Und hier habt ihr sogar eine Werkstatt dabei. Da könnt ihr halt die Gerätschaften reparieren lassen. Hier haben wir aktuell den Triggerpunkt Produktionsstätte verwalten. Und wir machen hier aktuell aus den Hackschnitzel Strom. Aus 80 Einheiten Hackschnitzel entstehen 32 Einheiten Strom. Zyklen pro Monat 100, Produktionskosten pro Monat ca. 36 Euro. Habt ihr hier auf jeden Fall eine schöne Halle hier mit einer Heizung dabei. Und diese betreibt ihr halt mit der Hackschnitzel und könnt ihr euch hier diese Energie dann auch gut verdienen damit. Finde ich an sich auf jeden Fall sehr interessant gehalten, das Ganze hier. Mit knapp 28 MB könnt ihr hier das euch auf jeden Fall gerne mal laden und gerne mal ausprobieren. Dann sind wir hier schon leider zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt es doch gerne bitte in die Kommentare. Besucht mich gerne auch auf meinem Twitch-Kanal oder gerne auf meinem Discord-Kanal. Die Links sind hier unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.